So, hallo, ich begrüße euch im Titelscreen von Mario Maker. Unten steht es Version 3.0. Ein riesiges Update ist rausgekommen. Es ist jetzt ein Tag her, seit das Update draußen ist. Ich weiß daher nicht, wie viel in den Leveln schon vom neuen Update zu sehen sein wird. Aber wir haben ja auch noch ganz viel alten Kram, den wir spielen müssen. Von da, also was heißt müssen, tun wir gar nichts. Das ist das Schöne. Ich muss nicht, ich würde aber gerne einige Level spielen, die ich schon gesehen habe, aber eben noch nicht spielen konnte, die in meiner Liste sind. Und Entschuldigung, ich muss hier kurz Mikro richten. Ich sollte laut genug sein, hoffentlich. Und was wollte ich sagen? Ja, wir schauen einfach mal, was alles kommt. Du kannst nun Superwelten spielen. Sieh dir die Superwelten von Baumeistern aus aller Welt an, wann immer du möchtest. Da ist jetzt der neue Weltbildschirm unten links. Okay. Superwelten. Warum Superwelt? Das klingt so komisch. Als ob alle Welten super wären. Ansehen. Ach so, das sind die ganz normalen. Ich nehme an, das hier ist einfach das Update. Ja. Okay. Ninchi ist nichts Interessantes. Level-Infos ist auch nicht relevant, weil wer mein Level gespielt hat oder nicht, ist mir völlig wurscht. So. Was kann man jetzt hier tun? Ich habe 300 Herz. Ach so, Super Vincent. What? Ah, das sind die Welten, die hier auftauchen, oder wie? Die einfach rein... Ach, hier tauchen einfach zufällig irgendwelche Welten auf. Und dann kann ich hier mit X zum Beispiel sagen, gib mir andere Welten. Oh mein Gott. Dann wirst es ja sicherlich auch wieder eine Möglichkeit geben, Welten zu suchen. Welt bauen. Nee, Weltbot. Nee. Nee, lass mich in Ruhe. Gut, Spielanleitung ist jetzt natürlich mit um die Welten erneuert worden. Kann ich irgendwie auch Welten suchen? Wahrscheinlich kann jeder Spieler eine Welt haben. Sehe ich das? Ich weiß es nicht, wie es ist genau, aber wäre jetzt so meine Vermutung. Ach so, dann kann man über das Profil von dem Spieler seine Welt öffnen. Welten 1 steht hier allerdings. Sind das die... Wahrscheinlich eine große... Also, ja, okay. Ich denke, ich verstehe es. Ich denke, ich verstehe es. Das heißt, ich kann vermutlich auf Baumeister gehen und sehe dann, ob die zum Beispiel... Du kannst nun deine Freundesliste ansehen, wenn deine Freunde das teilen mit ihrer Freundin. Ah ja. Okay. Warum auch nicht? Ja. Ah ja. Okay, ich wollte aber eigentlich die kurz haben, die ich... Achso, da muss ich hier auf den Stern gehen, wenn ich die haben will, die mir folgen, denen ich folge, ne? Da kann ich zum Beispiel jetzt gucken, ob Sonne eine Welt erstellt hat. Und Sonne hat keine Welt erstellt. Und dann könnte man hier die Welt starten. Okay. Hat Sonne neue Level hochgeladen, wenn wir eh gerade auf dem Profil sind? Oh, sogar schon zum neuen Update. Ja, das passt ja perfekt. Dann spielen wir einmal Boings Möhre und Frosch, Frosch, Frosch. Das ist nicht zum neuen Update, aber das Frosch, 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 Frosch ist zum neuen Update. Es gibt jetzt nämlich das Frosch-Power-Up. Hurra. Joris 3 wollte Zeugs. Ja, Zeugs ist immer gut. Großer Fan von Zeugs. Ich hoffe, ich mache die 100%-Rate nicht kaputt. Und mache irgendeinen Blödsinn. Wir werden sehen. So, da ist schon mal Zeugs. Hier ist auch ganz viel Zeugs. Und da ist noch viel mehr Zeugs. Hui. Das kann man nicht mal breaken. Ich komme da nicht andersrum hoch. Ich muss durch die Röhre. Hier ist noch mehr Zeugs. Und da war ganz viel Zeugs. Gutes Zeugs. Da ist Zeugs auf Zeugs drauf und da fährt Zeugs sogar rum. Mensch, Wahnsinn. Sehr schön. Jetzt interessiert mich nur wie immer, kann ich die Röhre umgehen?
Ich habe aber diesmal auch genug Zeit, um die Röhre zu umgehen. Wenn ich das versauen sollte, kann ich trotzdem noch zum Ziel kommen und mache die Quote nicht kaputt. Also die Quote wird von mir unangerührt bleiben. Das ist gut. Wäre nämlich ärgerlich, wenn ich die Quote kaputt mache. So, ich könnte ja... Ne, das reicht nicht mehr im Ansatz. Oh, man kann ja mehrmals daran... Moment. Ah, es geht... Er geht dann aber nicht mehr in die Richtung. Warum? Das macht er nur einmal. Ah, und dann greift er nicht mehr. Okay. Alles klar. Ich gebe auf. Ich kann nicht über die Röhre. Ich muss durch die Röhre durchfahren. Break sicher gebaut. Sehr schön. Ab ins Ziel. Gut. Dann schauen wir uns das Froschlevel an. Ah, ich habe ja auch den Drang vorzuspulen. Es ist diese Endsequenzen immer bei den Spielen. Ich habe immer den Drang vorzuspulen und hier kann ich es nicht mehr. Verdammt. So. Oh, da ist jemand, da kann ich die Quote gar nicht kaputt machen. Der ist keine 100%. Sehr gut. Joris 3 wollte viele Frösche und hat sich selber auch sogar ein bisschen verewigt. Sehr schön. 15 Sekunden. Ja, auf geht's. Frosch. Yeah, man kann jetzt nämlich endlich unter Wasser vernünftig schwimmen. Zumindest wenn man das Frosch-Power-Up hat. Ansonsten nicht. Und wenn man rennt... Ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege. Wenn man rennt... Wait. Achso, ich muss die Röhre... Guten Morgen. Yay! Schlüssel. Und wenn man rennt... Aber ich glaube, ich kriege hier keine Rennstufe hin. Dann kann man... Nee, das ist mit dem anderen, oder? Das ist nicht mit dem hier. Das ist nicht mit dem. Man kann mit irgendeinem Power-Up kann man auch auf Wasser laufen. Ich weiß nicht, ob es mit dem ist. Aber dafür muss man rennen und ich kann auch mit dem gar nicht rennen. Oder kann ich mit dem irgendwie rennen? I don't know. Egal. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich noch den Rekord brechen. Achso, aber wenn ich neu starte, mache ich die Quote kaputt, ne? Mache ich die Quote auch kaputt, wenn ich das Level beende? Aber der kann ja... Ich glaube, Frosch Mario kann gar nicht rennen. Mit welchem Power war das denn dann, dass man über Wasser laufen kann? Ich dachte, das war das hier, aber der kann ja gar nicht rennen. Der läuft ja auf Land zu langsam. Vielleicht wird der aber auch... Vielleicht fängt er auch an zu rennen, wenn man eine Zeit lang mit ihm einfach so läuft. Das kann natürlich sein. Ach, da ist wieder... Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Da war wieder so ein schönes Herz. Joris möchte mal das Herzen eingebaut werden. Jetzt habe ich es beachtet. So. Alles klar. Gut. Sehr schön. Dann würde mich jetzt trotzdem interessieren, ob jemand von meinen Leuten, denen ich hier folge, schon eine Welt erstellt hat. Nope. Oh Gott, kann ich das irgendwie sehen anhand... Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich sehe ich das nicht. Oh, Airmaid wäre ja... Für Airmaid wäre das ja perfekt. Ich meine, Airmaid hat ja schon praktisch Welten erstellt. Er hat ja schon Level für Welten, ne? Er hat ja... Hier sieht es jetzt nicht, aber hier... Bis zu Welt 9 geht es bei ihm sogar. Ich glaube, Nintendo hat 8 Welten zugelassen. Also das hätte er jetzt schon wieder Probleme. Aber, ne, der hat ja schon in Welten gebaut. Hier 7-2, 7-3, 7-4. Und davon haben wir noch kaum was gespielt. Der könnte das jetzt eigentlich perfekt in so eine Welt umsetzen. Das wird der sicherlich auch machen. Vielleicht spielen wir dann mal sein Zeug. Weil das, was wir bisher gespielt haben, hat mir echt gut von ihm gefallen. Es ist nur so viel. Das ist das Problem. Ich habe gerade was gesehen. Man kann erkennen, dass eine Welt erstellt wurde. An dem Symbol hier. Guckt ihr mal rechts... Quatsch. Links über der Figur.
ist so eine Karte. Das bedeutet, dass eine Welt erstellt wird. Das heißt, Luzi hat auch schon eine Welt erstellt. Yes. So kann ich das sehen. Da muss ich die nicht einzeln durchklicken, sondern dann sehe ich das daran. Na, Lux hat zum Beispiel keine Welt erstellt. Dafür braucht man auch erstmal eine gewisse Anzahl an Leveln. Sonst, ihr könnt jetzt natürlich die einfach in eine Welt reinsetzen, aber das wäre jetzt irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Was hat denn Putzi überhaupt für Level da reingesetzt? Wir kennen doch die Level von Putzi schon, oder? Hat der einfach seine 5 Level oder wie viel er hat genommen? Achso, wir haben die aber nicht alle geschafft. Ups. Ja, gut. Ah ja, dann hat er wahrscheinlich einfach die Level genommen und da reingepackt. Ah, ich wollte es mir mal kurz angucken. Wo ist er hin? Wo ist Luzi? Da ist Luzi. Dann kann ich praktisch hier, zack. Und dann ist das jetzt Super Luzi Putzi World. Und dann startet man hier ein neues Spiel. Kann man frei die Level wählen? Nein, man muss... Ah, man muss hier 2 Level geschafft haben. Wieso kriege ich Ninjis ange... Okay. Ach, und ich habe 30 Leben zur Verfügung. Das heißt, du hast für eine Welt tatsächlich auch Leben zur Verfügung. Du musst es also innerhalb einer gewissen Zeit... Ich weiß nicht, ob es einen Speicherpunkt oder sowas dann gibt. Ah ja, da unten speichern und beenden. Okay. Das heißt, man kann sogar bei einer Welt auch versagen. Das ist ja schon interessant. So Shortcuts gibt es auch. Und dann hat er hier einfach sozusagen seine Welten hingesetzt. Oder ist das jetzt ein neues? Easy Little Mirrored Ways. Das kenne ich gar nicht. Habe ich mit toll markiert. Ist aber schon lange her. Also, okay. Gehen wir wieder raus. Genau, dann kann man da also seine Level, die man außen gebaut hat, einsetzen. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Dann gibt es auch so Bonushäuser. Da ist dann meistens dieses Schiebespiel oder was es ist. Ja, genau. Genau, dieses hier, das von SMB3. Schlecht. Oh, nichts hat gepasst. Ja, okay. Yay. Ja. Ah, das ist cool. Oh, ist das jetzt ein Level geworden? Achso, nee, jetzt ist das blau und blau heißt, ich habe das Level geschafft. Okay. Ah, es ist schon cool, was man jetzt bauen kann. Muss man sagen. Spielen beenden. Okay. Hat mich nur mal kurz interessiert, wie gesagt, die Level von ihm kennen wir. Was wir spielen konnten, haben wir gespielt. Das andere haben wir, glaube ich, nicht geschafft und werden wir auch nicht schaffen. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, da ist das Easy Little Mirrored Race. Genau, das haben wir gespielt. Okay. Alles klar. Dann gehe ich einfach in meine Liste und gucke, was los ist. Gehen wir einfach ein paar alte Sachen durch. Ich kann es kurz hier auch nochmal erzählen. Ich habe es in einem anderen SMW-Hack schon erzählt. Ich wollte ja Ori spielen. Klappt aktuell leider mit meinem PC nicht so, wie ich das möchte. Ist zu schlecht dafür anscheinend. So, wir müssen so weit zurück, ne? Ah, ne. Das Airmade-Kram. Oh, es lädt er gar nicht mehr. Aber das haben wir auch alles noch nicht gespielt. Ach, Schande. Das da haben wir dann gespielt. Oje, guckt euch an, wie viel uns fehlt. Sollen wir mal bei Frank einfach anfangen und durchgucken? Das heißt dann natürlich, dass jetzt alles levelt, die natürlich noch nicht die neuen Sachen haben. Vielleicht gucken wir mal, ob schon neue Sachen da sind. Wir können ja auch von oben nach unten arbeiten. Das ist ja auch möglich. Der Dinosaur Laser Fight zum Beispiel ist auf jeden Fall was Neues. Denn die gab es vorher noch nicht. Die, na, wie heißen sie jetzt wieder? Wie heißt es jetzt wieder? Die Roboter Robo-Koopas. Genau, die da. Die blauen können Laser schießen. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Seht ihr das? Der schießt Laser. Bam!
Die schießen einfach Laser. Willst du mich veralbern? Jo, wie komme ich denn jetzt daran? Wie geht's denn da weiter? Bin ich dumm? Also der schießt die kaputt. So. Ach, jetzt ist er wieder wach geworden, ne? Also, der schießt. Oh! Anders als in SMW ändert sich der Timer, der Gestunt-Timer, nicht, wenn du die weiter ankickst. Ich weiß gar nicht, wie es hier bei den Koopas war, aber normalerweise bei den Mecha-Koopas war es ja so, dass der Timer... Ja, es nützt mir das jetzt, wenn er hier offen ist. Ich kann ja nicht runter. Muss ich da runter? Wahrscheinlich muss ich da runter. Ja, aber der Timer ändert sich nicht. Also, die werden so oder so, werden die wieder wach. Egal, ob ich dagegen stupse oder nicht. Okay. Das interessiert den gar nicht. Das interessiert den Timer gar nicht. Auch wenn ich den neu losschicke? Ja, das interessiert den... Ich kann machen, was ich will. Das interessiert den Timer nicht. Wahrscheinlich... Ah! Ich muss den mitnehmen. Okay. Also es ist ein bisschen ein Blindjump, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ein bisschen ist es schon ein Blindjump. Oh mein Gott. Ja, weil du weißt ja... Oh nein. Du weißt ja nicht... Oh nein. Oh. Du weißt ja nicht, wie weit es da runter geht. Du siehst es ja eigentlich nicht. Es ist zwar der einzige Weg, der möglich ist. Deswegen habe ich ihn am Ende auch gewählt. Aber an sich weiß man es nicht. Ach so. Oh. Ja, selbst wenn ich ihn hochwerfe, kann er in der Luft dann schon wieder aufwachen. Aber konnte man die Goombas hier nicht so... Wie war das denn hier bei den Goombas? Ich weiß es fein nicht mehr. Ich dachte, die Goombas konnte man immer wieder neu stunnen, aber vielleicht auch die nicht. Vielleicht... Oh mein Gott. Vielleicht täusche ich mich da auch gerade. Oh mein Gott, ja... Nein, ich muss den... Oh. Ich muss ihn weiter mitnehmen. So ein kurzes Level und ich struggle schon wieder so hart, ne? Tschüss. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der hier stirbt. Ich habe gar nicht auf die Clear Weight geguckt. Ich habe gar nicht auf die Clear Weight geachtet. Jetzt wird er wieder wach. Aber oh, das ist so dumm, dass die so schnell wieder wach werden. Oh, das war klar. Jetzt war ich zu schnell. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich würde ihn halt gerne hochwerfen, noch während er... Ja, egal. So schnell muss ich eh nicht sein, weil ja das Gift hier erst hoch muss. Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt muss er... Nein, komm her! Ich brauch dich! Ah! Achso, jetzt muss er schießen. Dude, schieß! Und dann geht's zum Ziel, oder wie? Yes! Das war ein ganz schön hektisches Level. Aber wir haben direkt mal die Robo-Laser-Mecha-Koopas gesehen. I don't know. Ah. Also die sind schon wild, ne? Die sind schon wild. Revenge of the Spike Dimension. Das klingt nicht nach etwas, was neu ist. Achso, wir wollten mal die Dings angucken, die Clear Weight. Ja, 5,46, okay. Clear Weight.
Ja, wir gucken mal ganz vorsichtig rein, aber ich glaube, das wird nix. 0,2%. 0,3 gerundet. Und ich werde mich jetzt garantiert nicht mit Leveln aufhalten. Es ist schon neu. Es ist schon neu. Es ist der 2D-Bowser. SMB2 Mario. Natürlich. Aber wie kann ich denn jetzt hier... Ach so, ich muss mich hier treffen lassen, oder was? Wait, dann bin ich aber erst... What? Okay, ich habe keine Ahnung. Have no idea. Wahrscheinlich über die Lücke und dann da hochspringen und keine Ahnung. Nee, danke. Maddie ist okay. It's time to envelope Magikarp von Vicaris. Uff, ein 4-Minuten-Level. Train Magikarp to level 20 to get a Gyarados. Don't press B while it evolves. Hä? Was? Also, es ist schon scheinbar leicht zu schaffen, aber dauert lange. Wir gucken mal rein. Wenn es mir zu lang ist, dann lassen wir es. Okay, 20 One-Up-Pilze. Das sind die 20 Level. Jo, das ist passiert. Okay, das sind die Leben, die ich sammeln muss. Das heißt, ich bin das Magikarp oder was? Also ich bin... Warum sage ich Magikarp? Wie heißt das Viech? Ich habe den Namen vergessen. Das gibt's doch nicht. Na. Carpador natürlich. Guten Morgen. So, Nummer 5. Ich hoffe, ich habe kein Leben verpasst. Komm mal her. Oh, ich kann in den Baum klettern, ne? Okay. Da bin ich einmal klug und denke an sowas und dann ist da nicht mal ein Leben drin. Ich wette, am Ende fehlt mir genau ein Leben. Ich weiß es doch jetzt schon. Oh, vor allem, wenn mir jetzt am Anfang eins fehlt, ich komme nicht mehr zurück. Ah, nur ein Pilz. Kommt die zurück, die Shell? Die buddelt sich da so einen Weg runter. Ich will jetzt aber noch nicht durch die Röhre. Ich komme da wieder nicht zurück. Ich muss hier runter gucken. Okay, da ist nix. Oh, ich kann hier gar nicht hochklettern. Okay. Jo, gib mir den Schlüssel. Kann ich jetzt da hochklettern? Oh, interessant. Wenn man klein ist, kann man da hochklettern. Das heißt, man könnte ein Leben verstecken. Was aber halt super fies wäre, natürlich. Muss ich die kaputt machen? Ja. Oh, Junge. Bevor sie weiter wächst, also. Okay, jetzt haben wir's. Tschüss. Uff. Das war jetzt nicht so gut. Das funktioniert aber. Nice. So, gib mir den Pilz. Dann können wir den Pau hier mitnehmen. Und einmal. Zack. Hinterher. Aber das Dumme ist... Ach, scheiße. Hier geht's weiter. Na, aber das Leben ist jetzt weggefahren. Ich hoffe, das kriege ich wieder. Da drüben sind ja noch andere Leben gewesen. Ach, da kommt's wieder. Sehr gut. Also da müssen wir nachher rum. Ich muss noch da hoch. Das sind noch jeweils 2 Leben. Oh, muss ich die jetzt besiegen eigentlich? Oder sind die nur im Weg? Dann könnte ich auch so dran vorbei.
Naja, was soll's. Wir nehmen sie mal schnell mit. Oh shit. So. Tschüss. Nummer 1 ist weg. Komm her. Und Nummer 2 verabschiedet sich auch. Oh, du bist so langsam im Wasser, ne? So, das haben wir alles gemacht. Jetzt geht es also hier den Weg vor. Und ich habe am Anfang hundertprozentig ein Leben vergessen und deswegen werde ich gleich weinen. Magikarp lernt Tackle. Ah ja. Oh! Update! Update! Das ist auch neu. Wie kriege ich den jetzt da weg? Ach, indem ich länger drücke. Tackle! 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 Nice! Ja, man kann jetzt einen Bullet Bill werden. Bam! 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 Tschüss! Oh. Nochmal. Jetzt. Kann ich das auch wieder loswerden eigentlich? Nein. Also von selbst kann ich das nicht wieder loswerden. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ich habe keine Taste jetzt, in der ich das ablegen kann. Okay. Gut zu wissen. 19. Wehe, hier ist kein Leben drin. Oh, 20. Wir haben's. Puh. Das hätte jetzt aber auch schief gehen können. Was? Carpador entwickelt sich. Oh. Habe ich es gerade abgebrochen, aber es war anscheinend richtig. Nein, man hätte oben... Ah, verdammt. Ich hätte oben rausgekonnt. Dann hätte ich jetzt nicht abgebrochen. Ich hab abgebrochen. Ich habe die Entwicklung abgebrochen, ne? Okay, aber sonst wäre ich halt oben rausgekommen und dann wäre ich ein Garados geworden. Jetzt bin ich ein Carpador geblieben. Na gut. Alles klar. Interessante Idee. Interessant, dass ein neues Gimmick drin war und ich habe damit gar nicht gerechnet. Sehr schön. Frosch hat man schon. Oh, der Boost-Bo baut auch wieder neuen Kram. Laser Luigi. Wir haben die anderen noch gar nicht gespielt, aber egal. Wir gucken mal rein. Na, das ist jetzt... Es gab natürlich dann auch 1.1 und so weiter. Und wir gucken mal, was da so los ist. Ich hätte jetzt Luigi sein sollen, aber das ist ja egal. Ich habe irgendwie nicht richtig... Ich weiß es nicht. Puh. So, was muss ich hier tun? Ach so. Oh Gott, die Sprungphysik. Oh, nachdem SMW gespielt hat, ist die Sprungphysik so furchtbar. Furchtbare Sprung... Was? Ah. Oh Gott, die Physik. Ah, ich bin das überhaupt nicht mehr gewöhnt. Oh Gott. Okay. Das war... Der Anfang war richtig. Danach ging es schief. Jetzt ist er nicht mitgekommen. Zum Glück war da ein Checkpoint. Lucky me. So. Okay. Okay, das sieht auch in Ordnung aus. Wir gehen das jetzt ganz langsam an. Jetzt ist vorbei mit langsam, weil wenn ich jetzt einen Fehler mache... Oh nein! Wäre es nicht so gut. Oh je.
Wo geht der hin? Nirgends. Der chillt da einfach. Erwischt. Wait, what? Hä? Ich muss doch was in der Hand haben. Oder was? Ach, das Springboard. Huch! Wieso habe ich das denn gerade komplett ignoriert einfach? Oh je. Achso, ich dachte, ich muss einen Shelljump machen. Zum Glück nicht. Sehr schön. Yay! Alles klar. Gut. Bam-da-bam. Also, I wanna... Oh Gott, Rasierer. Was hast du hier wieder? Wie lange? Wie lange? 2,39. Was hast du denn jetzt wieder gebaut? Du verrückter Mensch. I wanna climb through the level. Hey! Okay. Das hat schon mal funktioniert. Runter? Wait, wie mache ich das denn? Oh no. Ich kann nicht hinter... ich könnte beides theoretisch versuchen. Die Frage ist, will ich hinter die... Ich glaube... Oh je, okay. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall mit Anlauf. Hui! Ja, okay, okay, so ist besser. Als ob wir sowas nicht gerade erst in SMW gespielt haben, aber da waren die Hitbox von den Sägen besser und freundlich. Ja, ja, mein Gott, wie soll ich denn da durchkommen? Da muss ich ja noch einen Ticken höher... Nein. Nein. Nein, das ist aktuell nichts, was ich spielen möchte. Danke. Ich guck mal vorsichtig rein. Na, vielleicht machen wir zu den Leveln irgendwann mal extra Parts. Ich möchte es aber nicht versprechen. Ich gehe eher nicht davon... Oh mein Gott! Ich gehe eher nicht davon aus. Ja. Ich habe schon gedacht, dass das gerade ein Glückssprung war. Okay. Oh boy. Alter. Holy shit. Dafür bin ich nicht bereit. Yo. Alter! Oh, no. Dafür bin ich nicht bereit. Okay. Oh. Oh, no. Ich würde zumindest mal gerne hier durchkommen. Aber das wären sicherlich wieder so Millionen super knappe Sprünge. Wie dem anderen I Wanna Be. Nee. Komm nicht durch. Nee. Das ist. Nee. Ich fange jetzt nicht an. Ich fange damit jetzt nicht an, hier Zeit zu verschwenden.
Vielleicht wann anders. Okay, wir gucken uns noch Arrival an von Devorry und dann hören wir mit dem Part hier erstmal auf. Mit Devorry schließe ich gerne einen Part ab. Nochmal schöne Musik zum Schluss. Dann kann ich auch schauen, ob tontechnisch alles okay ist. Ich meine, ich habe eine Testaufnahme gemacht, aber... ich bin so lost. Wohin? Da drauf und dann? Ach, darüber. Oh Gott. Das ist ja richtig schwierig. Oh Gott. Oh nein. Oh, das ist ja richtig schwierig. Ich bin echt gespannt, ob es mit den neuen Power-Ups auch nochmal noch coolere Musiklevel geben wird. Ob da noch mehr Sounds dann dabei sind oder sowas. Man weiß es ja nicht, was für Sounds die auslösen. Ich dachte jetzt, das teilt sich jetzt so auf und dann sind dafür die Dinger da, aber da kommt einer rausgeschossen und dafür ist der zweite Indikator da. Ja, okay, ergibt Sinn. Habe ich wieder nicht nachgedacht und habe den Checkpoint dadurch verpasst, den hätten wir haben können. So, jetzt aber. Gut. Checkpoint. Guter Start. Oh, yes. Aber wir sind recht weit gekommen, fand ich. Dafür, dass wir am Anfang so gestruggelt haben, ist es jetzt schon besser geworden. Nice. Ja. keine Flagge für mich. Sehr schön. Wie gesagt, mit Devorry schließe ich gerne ein Level ab. Eine Welt, einen Part, meine ich.
Damit sind wir für heute durch. Ich werde jetzt noch einige Parts aufnehmen und noch ein bisschen rumspielen. Und ja. Ich fand übrigens, das hatte so von der Melodie her so ein bisschen was von, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ein Teil vom Refrain ist, I keep on searching for the way to your heart. So, das ging, hatte auch dieses das hat so ein bisschen, hat mich daran erinnert. Aber es steht ja dort, ist Original Composition von ihm. Also, wenn, dann hat er sich daran höchstens orientiert. Aber das hat mich, daran habe ich, musste ich denken, als ich es gehört habe. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.